Hey YouTubers, hier ist euer Chris. Das ist mein erstes Video, das ich mit meiner eigenen Stimme drehe und ich hoffe, es gefällt euch. Dieses Mal ist es ein Tutorial über Botan von Klarnath. Viel Spaß dabei. So, dann fangen wir mal an. Ganz am Anfang zeichnet ihr einen ganz normalen Kreis. Er sollte nicht zu klein sein. Jetzt zeichnet ihr einen Bogen, der unterhalb des Kreises beginnt und oberhalb des Kreises endet. Jetzt zeichnet ihr eine etwas schräge Linie komplett durch den Kreis durch, in der Mitte. Diese gleiche Linie etwas oberhalb nochmal. Jetzt zeichnet ihr eine deutliche Linie am äußeren Bogen, die am letzten diagonalen Strich in der Mitte des Kreises endet. Dann zeichnet ihr eine Wölbung, die unterhalb des Kreises endet, die sich bis an die rechte Seite des Kreises entlang zieht. Jetzt zeichnet ihr ein Oval, so ähnlich wie ein Ei, das waagerecht liegt, in dem Raum zwischen der letzten diagonalen Linie und der äußeren Linie des Kreises. Dann fügt ihr noch zwei kleine, lange Kreise ein. Jetzt zu den Augen. Zeichnet zwei ganz normale Augen, die so aussehen wie ein ganz dünner Kreis. Lasst zwischen der Schnauze und den Augen Platz frei. Nicht zu groß, also keinen großen Platz freilassen, aber etwas. Direkt oben drüber in der Spalte fügt ihr zwei Augenbrauen ein. Jetzt zum Ohr, links oberhalb des Kopfes, zeichnet ihr ein abgerundetes Dreieck. Jetzt zum nächsten Ohr. Um dies platziert zeichnen zu können, zeichnet ihr eine Hilfslinie, quasi eine Skizzenlinie, über den Augenbrauen entlang. Das zweite Ohr zeichnet ihr wie ein sozusagen welliges Dreieck, das abgerundet ist. Und es endet an dem Ansatz der Augenbrauen. So, nun zum hinteren Teil des Körpers. Rechts unterhalb des Kreises zeichnet ihr Zickzacklinien, die sich rechts nach oben bilden. Links oben macht ihr auch Zickzacklinien, damit sie die Zickzacklinien der rechten Unterseite des Kreises treffen. Jetzt zur ersten Mähne. Die erste Mähne wird ausgezeichnet von der zweiten Linie des rechten Ohres. Ein Dreieck wird gezeichnet. Dies endet an der Orientierungslinie, die wir vorhin gezeichnet haben für das zweite Ohr. Die zweite Mähne zeichnet ihr so ähnlich wie ein Regentropfen, der sich bis zum hinteren Körperteil von Botan hinüberzieht. Die dritte und die letzte Mähne macht ihr genauso. Zu guter Letzt die Beine vom Botan. Ihr zeichnet ganz simple Dreiecke, die abgestumpft sind an den Spitzen.
Zu den Outlines nehme ich einen ganz normalen Fineliner. Ihr zeichnet alle Hauptlinien nach mit diesem Stift. Ihr könnt auch einen ganz anderen nehmen, ist völlig egal. Also ich habe jetzt den genommen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, radiert ihr die restlichen Skizzen weg und kommt dann zur Koloration. Bei der Koloration verwende ich ganz normale Staedtler-Stifte. Ich habe dazu eine Braun-Schwarz-Mischung genommen, um die Schattierung gut darzustellen. Und noch ein bisschen Orange für die hellen Stellen. Die Lichtreflexe in den Augen mache ich immer mit Tippex. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ich euch damit geholfen habe, das zu zeichnen zu können. Weitere Tutorials-Videos werden noch folgen. Bleibt immer am Ball. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Chris.